meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Gäste hier beim diesjährigen großen Springturnier in Pirmasens. Sonntagabschlusstag, ja, im letzten Jahr war sie Landesmeisterin der Amazonen in Rheinland-Pfalz. In diesem Jahr war sie Vizemeisterin. Letztes Wochenende noch. Toll, Riesenapplaus. Und sie wird begleitet von Kameraden, die jedes Wochenende Hauptturnieren mit ihr um den Sieg streitig sind. Zum einen zu Fuß heute Maximilian Ritter, dann haben wir Steffen Hauter dabei, Lisa Hein, Kerstin Müller, dann haben wir Anuschka Zebe, sehen wir noch, Thies Bayer und viele andere noch, wie gesagt, die sich das nicht nehmen gelassen haben, hier heute diesen Tag mit Melanie zu verbringen. Damit wir jetzt lieber Erfolge bis in die Klasse M. An dieser Stelle möchte ich mich bei dir bedanken, Mama, dass du den Grundstein für meine Dressurarbeit gelegt hast, die ich auch bis heute mit meinen Springpferden verfolge. In Zusammenarbeit mit der Pferdezucht Boostlers erreichen wir mehrfach auch die Qualifikation für das Bundeschampionat in Warendorf. Die harte Arbeit mit den selbst ausgebildeten Pferden zahlte sich aus. Mit dem Freiburger Iceman wurde ich Landeschampion bei den jungen Springpferden. Erwachte die ehemalige Hengststation Stab wieder zum Leben. Ich bezog mit 12 Pferden, 3 Katzen, meinem Schwein Freddy und Nora den Hof in Bruckmühlbach-Miesau. Wie zum Beispiel meine 2 Erfolgspferde, Acacia und Quartiers Liberty Z, mit denen ich in den letzten 2 Jahren den größten Teil meines goldenen Reiterabzeichens gesammelt habe. Im Jahr 2012 wurde ich in Montabaur Landesmeisterin der Amazonen im Springreiten mit Acacia. Zur Ausbildung möchte ich mich bei meinen Trainern Sven Bischoff, Hans-Günther Klein, Dirk Hauser, Stefan Abt und vor allem Heinz Soltau, mit dem ich seit 2 Jahren eng zusammenarbeite, bedanken. Ganz besonders möchte ich mich bei meinem Team im Stall, insbesondere bei Tina, Julia, Maike, Sabrina, Vanessa und Erich bedanken, auf die ich mich zu jeder Zeit verlassen kann. Dr. Peter Ritter, vertreten hier für den Landesverband Rheinland-Pfalz, ein paar Worte richten und dann kommen wir nämlich zu dem Akt, warum wir eigentlich alle hier sind. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie auch herzlich grüßen im Namen des Landesverbandes und auch im Namen der Deutschen Reiterlichen Vereinigung, in deren Auftrag ich heute Lütze auszeichnen für Dressur und Springreiter und in diesem Fall für Springreiter überreichen darf, das Goldene Reiterabzeichen. Ich bin immer gerne mit dir und den jungen Reitern zusammen gewesen. Mit Maximilian hast du ja viele gemeinsame Turniere geritten und auch Landesmeisterschaften und so weiter, was die meisten nicht mit wissen. Ich wünsche dir mal insbesondere Gesundheit. Und wenn du in die Deutsche Reiterliche Vereinigung FN verleiht, Frau Melanie Bischoff, aufgrund des Goldenen Springreiten, das deutsche Reiterabzeichen in Gold, Warendorf, den 27. Juli 2013, unterschrieben von Freidorf Graf zu Ramsau, dem Präsidenten der Deutschen Reiterlichen Vereinigung. Herzlichen Glückwunsch und einen Applaus und alles Gute. Ihr sagt meine Siegkinder irgendwo, ich habe euch lange begleitet.
und ich muss dich jetzt einfach mal rühren. Ja, ich denke, dem kann sich hier nur jeder anschließen, dass wir das Allerbeste wünschen. Veranstalter, Herr Schenker, Herr Maximilian Müller hier, ganz schnell, wenn ihr wollt. Und dann denke ich mir, Frank, wenn du es hast, auch Mello von meiner Seite, alles Gute für die Zukunft. Ihnen allen einen Dank, ihr wart hier. Ja, jetzt seid ihr ja schon alle nass wegen mir. Aber ich möchte mich trotzdem nochmal bedanken dafür, dass alle bei mir waren und den Augenblick mit mir trotz Regen genießen konnten. Ich fand es total schön und freue mich auf viele weitere Jahre mit allen, die hier stehen und noch viele mehr, die nicht hier sind. Ich wünsche trotzdem den Zuschauern auch ganz viel Spaß jetzt noch und auch nochmal danke an den Veranstalter. Es ist ein tolles Turnier und ich komme jedes Jahr super gerne hierher, deswegen habe ich auch dieses Turnier aufgeholt. Spaß macht und ja, oh Gott, jetzt weiß ich gar nicht, was ich sagen soll. Aber nochmal danke an alle und was später in 2 Sterne ist. Regen sind sie alle runter zu uns gekommen, sind in die Zelte verteilt mit Schirmen. Den ganzen Reitern, denke ich, die haben jetzt auch mal einen großen Applaus verdient, dass sie jetzt trotz des Regens hier gestanden sind, um mit Mello das zu genießen.